Oder ich mache hier einen Cut bis zur nächsten Folge. Das kann gut sein. Oder die Folge wird länger. Je nachdem, was jetzt passiert. Wir dürften gleich auf einen starken Gegner treffen. Woher weißt du das denn? Kannst du etwa hell sehen? Yep. Nein, irgendwie stand das vorher auf einem Schild. Vorsicht, Endgegner stand da. Na sowas, das ist ja erstaunlich zuvorkommt. Dann machen wir lieber aufs Schlimmste gefasst. Ha, der soll nur kommen, der Endgegner. Ja, der kann was erleben. Jetzt schon der dunkle Fürst? Das kann ich mir noch kaum vorstellen. Wirklich jetzt? Maike! Endlich haben wir dich gefunden! Natürlich. Klappe, klappe, klappe! Irgendwas fällt da runter. Der Maike-Panzer. Alter, wie das aussieht. Zusammen mit Schwert und Schild. Aber Geisterschild. Also wir kämpfen mehr oder weniger gegen einen Ritter. Nur, statt dass ein Mensch drunter ist, ist da eine Geisterflamme drunter. Alles klar. Dann, dann. Mega Feuer! Oh, oh. Oh, die beschützen. Okay. Yay, tanzt rum, tanzt rum. Okay, einer tanzt rum von denen. Ich weiß aber gerade nicht welcher. Bam. Okay, wir machen mal Explosion auf alle. Bam! Am liebsten wäre das tatsächlich die Pegasus-Attacke. Yay, sind alle lieb! Juhu! Nice. Vernachlässigt die Deckung. Der Blick. Aua. Warum bist du so stark? Bam! Wir müssen unseren letzten Freund befreien. Unser allerersten Partner. Wir holen sie wieder. Bam! Ha, sie hat kein Schild, kein Schwert mehr. Aua, nur noch ein Schild. So, und bevor ich das jetzt mache hier. Erstmal schön heilen. Kriegt alle natürlich auch noch eine Heilung. Guckt mich doch nicht so an. Ey, es tut mir ja leid. Und MP-Heilung. Ah. Gut, super. Perfekt. Toll. So. Und jetzt. Hotte Hü. Bam, 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 bam. In die Luft mit dir. Donnerkeil. Bam, 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 bam. Die greifen alle zusammen nochmal an. Bam, bam, bam. Das Ding muss ja eigentlich jetzt fast down sein, oder nicht? Es lebt noch. Yay! Es hat noch die Hälfte des Lebens? Krass. Okay, wisst ihr, was wir dann machen? Ja, ich weiß, du willst auch was haben. Wir machen Ultra auf jeden! Und wir sind krass drauf! Let's go! Ah! 100 Damage! 100 Damage! 90, fast 100 Damage! Und das war's schon. Hab Dank! Überhaupt nicht verrückt, wie die geguckt haben. Ja! Und das war der Boss. Level up für Jesus! Mega Heilung gelernt! Göttliches Licht spendet große Mengen HP. Klammern Magie. Nice, er kann richtig gut heilen jetzt. Was mit dir, Miku? Nichts. Ja, okay. Bam, 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 bam. Blup. Bam, 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 bam. Yay, wir haben alle gerettet. Yeeha! Kriegerin Maike. Ich wusste, dass du kommen würdest. Und ich hatte recht. War doch klar. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich sehe schon mal los. Bis später. Jo. Bam, 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 bam.
Auf ihn mit Gebrüll, auf den dunklen Fürsten! Das war wohl die zweite Ebene und nun vermute ich mal, dass wir ihn auf der dritten Ebene finden. Oder der Korridor geht noch weiter lang. Sah also aus, würde nicht mal weiter scrollen, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Endlich! Es ist soweit! Darauf haben alle gewartet! Wir haben ein 10-köpfiges Team! Die Welt liegt uns zu Füßen! Wir können jetzt quasi alles tun! Zum Beispiel... Nach Hause gehen! Wir können jetzt alle nach Hause gehen! Ja, hinstellen, umdrehen und ganz flott bis nach Hause davonlaufen! Hey, gar keine so schlechte Idee! Moment mal, seid ihr noch bei Trost? Naja, der dunkle Fürst, der macht mir schon ein bisschen Angst. Aber sowas von. Richtig viel Angst sogar. Du hast ja keine Ahnung, Mike. Dich hat er ja noch nie geschnappt, Mike. Wenn du wüsstest, wie das ist. Der dunkle Fürst, Gamadeo, diese riesigen Hände. Oh, dieses finstere, fürchterlich heiße Verlies. Halbtraummaterial. Ja, aber... Wenn wir den dunklen Fürsten Gamadeo einfach ignorieren, dann werdet ihr doch erst recht wieder von ihm geschnappt. Uff. Da ist was dran. Na toll. Also schön. Es stimmt, wir sind jetzt ein 10-köpfiges Team. Mit etwas Motivation versäumen wir auch dem dunklen Fürsten das Pöpöchen. Jawohl. Kurze 5 FPS. Geil. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Blim, blim! Alle lieben sich nochmal kurz. Juhu. 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 Bada bada bam. Level 27, echte Freunde. Okay, komm, Mike, reicht jetzt. Was geht denn hier ab? La 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 la. Super. Wunderschön. Wunderbar. Okay, ich kenne natürlich alle. Und das ist unser ganzes Team, Leute. Das ist das ganze Haus. Wir haben es voll. Das sind all unsere Begleiter. Und natürlich mich. So, Maike kennt natürlich noch niemanden, war ja klar. So, ihr könnt euch ja kennenlernen. Freddy kennt alle außer Girlfriend und Jesus. Können wir es ja so machen. Du kennst alle außer Maike und Danny. Können wir es ja so machen. Du kennst... So? Bunny kennt alle außer Maike. Tatsächlich. Dann würde ich ihn gefallen tun und den hier machen. Und naja, ne? Wie weit bin ich mit ihr? Nur 7. Ja, das ist okay. Das ist okay. So, die beiden können noch... Ups, das wollte ich jetzt nicht tun. Wie wäre das so, oder? Ja, okay. So, dann könnte ich dir noch mal kurz einen Gefallen tun. Können die sich mal ganz kurz hochleveln. Yay. Und dann auf zu Gamadeo. Treten wir ihn im Hintern. Zeigen wir ihm, dass sein neuer Content nicht gut ist. Oder so. Urlaubskittel. Er denkt immer nur ans Urlaub. Oh, Schwesternkleid. Frau Doktor Schwester, möchten Sie mich verarzten? Jetzt eine Schwester Joy im Team zu haben, wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, es ist schon ein gutes Kleid, aber passt das denn auch zu ihr? Jein, schon, aber... Ich behalte es trotzdem jetzt an, das, was sie vorher hatten. Ja, keine Ahnung, ja, genau. Gothic Punk Dress. Wenn du es unbedingt haben willst, hier, ich spendiere es dir. Aber du wirst es nicht anziehen, weil es sieht nicht... Obwohl? Sieh es trotzdem nicht an. Sieh es trotzdem nicht an! Kein Bock! Nee. Was weiß ich. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Wir können doch alle Ausflüge machen, noch futtern und alles machen. Pipapo. Flammenchili, Sternchen, Sternchen. Heißer als das Feuer eines Drachen. Nur für echte Helden. Ja, schmeckt. So, habt ihr alle probiert? Okay, wem schmeckt das zum Beispiel? Dir schmeckt das am meisten. Angriff können wir bei dir gerne ein bisschen erhöhen. Kannst du gerne alles wegfressen. Gut, was ist damit?
Das haben alle außer ihr beiden probiert anscheinend. Badabaum. Und Budum. Was ist damit? Das haben fast alle noch nicht probiert. Verständlich. Ja, hab auch keins mehr davon. So, trinkt da alle mal, isst ihr alle mal, alle probieren. Willst nicht mehr. War ja klar. Ich habe das Gefühl, ich hänge mich gerade ein bisschen auf an diesem Essenszeug. Eigentlich habe ich es gar nicht nötig. Ich meine, ich bin schon OP genug. To be honest, bin ich halt schon wirklich stark genug. So, ja. Das ganze Essen, das können wir auch noch später essen. Das verfault ja zum Glück nicht. Das ist ja nur ein Videospiel. Aber ein bisschen gamblen und ein bisschen sich kennenlernen, besser kennenlernen, das könnten wir theoretisch noch machen. Ich glaube, das mache ich sogar jetzt eben auf Screen. Könnte ich machen. Reiseticket. Für mich? Schätze ich? Yay, juhu. Keine Ahnung. Die sind sowieso nicht so gut wie die normalen Tickets. Ja, auch wenn ich jetzt hier ein Level bekommen habe, sind eigentlich nicht so gut. Ja, ich glaube, ich mache hier einen Cut und mache ein bisschen Ticket-Action. Bis wir gar nichts mehr haben. Erfahrungspunkte. Gut, wer ist denn am wenigsten gelevelt? Alle seid ja eigentlich auf 13. Maike? Bist du auf Level 12 nur? Ja, nimm. So wenig Stats nur ab. Das ist mies. Machen wir noch Herzchenpikser in der... komm, Herzchenpikser will ich noch in... nee, haben wir das schon, oder? Boah, ich bin gerade voll verwirrt. Haben wir das nicht schon? Mann! Ja, nimmt es einfach. Keine Ahnung. Ich mache jetzt hier, glaube ich, einen Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich ein bisschen Sachen gemacht habe. Ich zeige euch am Ende dann die Level. Und, ja. So, und jetzt habt ihr ein bisschen was Neues gesehen zwischen den ganzen, weiß ich nicht, wie viele Tickets ich hatte, 30 mindestens aus Spielhalle und dann nochmal wie 20 aus Ausflüge oder so, habe ich alle ausgegeben und ein paar neue Sachen habt ihr gesehen, nicht alles neue, ich habe ein paar rausgelassen, aber manches Neues habt ihr jetzt gesehen oder dass ich kommentiert habe und wie ihr sehen könnt, ich kenne auf jeden Fall alle auf mindestens Level 10. Und dann habe ich mir gedacht, Mike kann auch nochmal alle auf Level 10 mindestens kennen. Aber da hatte ich immer mittendrin gemerkt, ich habe nicht genug. Und da habe ich mich darauf konzentriert, dass sie sich halt ein bisschen zumindest kennen. So, und Mike kennt jetzt auch alle. Und ja, mittendrin bei Danny habe ich dann kein Ticket mehr gehabt. So, und ihr seht jetzt alle, alles was die jetzt hier haben miteinander. Level sind auch ziemlich gleich. Kann sein, dass jemand ein Level up oder so hatte. Kann mich gerade nicht ganz so gut dran erinnern, mehr zu sein. Tut mir leid. Wie ich es gerade sehe, kennt nur Girlfriend die wenigsten. Was halt ein bisschen schade ist, aber naja, ist nicht so schlimm. Wir werden uns auf jeden Fall noch kennenlernen. Ihr seht, wie viel Geld ich habe. Ich habe immer wieder die gleiche Waffe bekommen und dann immer wieder verkauft. Und jetzt können wir noch den Urlaubskittel leisten. Wir können uns eigentlich ganz viel anderes leisten. Und ja,
Ich würde sagen, ich bin so ziemlich bereit für den Endbosskampf. Ja, er ist bereit für den Urlaub, wie man sehen kann. Schön pink. Ja, ist ganz okay, aber komm, brauchen wir nicht. Ich würde sagen, auf geht's. Auf geht's. Wir haben noch 50 Sachen zum Futtern, aber brauchen wir das? Ich weiß ja nicht. So, Miku, raus da, du bist schon Level 14. So, das ist mein Team. Bis zum Boss. Beim Boss werde ich wahrscheinlich, also falls man den, ich weiß halt nicht, wie das mit dem Boss aussieht. Also ich werde es auf jeden Fall erstmal so lassen mit mir, Maike, Jesus und Girlfriend. Kann aber sein, dass ich das später nochmal ändere. Aber so soll es jetzt erstmal sein. Die drei, die wir hier neu gerettet haben. Kann gut sein, dass ich die aber dann später nochmal ändern werde. So, dritte Etage in diesem Schloss, in dieser Burg. Oh, da ist ein roter Pfeil. Ist hier vielleicht das Finale? Und diese Kisten sind nochmal ein letzter, ja, ein besser, letzter Push. Wer weiß. Herr Mike! Guten Tag, ich habe Post für Sie. Yay! Lieber Mike, ihr seid sicher schon in der Burg des dunklen Fürsten. Ich stehe hinter euch. Also im Geiste meine ich. Deine Ninja-Muffin. Bubbles, wir werden dich nicht enttäuschen. Auf jeden Fall werden wir sie nicht enttäuschen. Oh, das ist wieder sowas. Mehrere Wege, ganz am Ende des Spiels noch. Warum war das klar? Hätte ich mir eigentlich denken können, oder? Oh, what? Heiße Luft und den Boss. Bam. Oh, strafendes Licht, hinfort. Nein, ich setze fast nie ein, aber... Hey, Jesus, was sollte das denn jetzt? Ist aber nicht so, ja. Passend zu dir, dass du sowas machst. Bam, Sprunghieb. So, ich mache dann nochmal Megafeuer. Bam. Und das Ding ist down. Und wir haben die 1150 Gesichter erreicht, falls es irgendwen interessieren sollte. Oh, oh, wie viel war das gerade, habe ich gelesen? Ne, wenig. Oh, das ist insgesamt wenig für diesen Level. Okay. What? Nein. Oder? Ah. Nein. Wie viele Wege? Nein. Ich saß schon gerade 10 Minuten auf Screen, die ganze Zeit am Leveln, die ganzen Tickets ausgeben. Und jetzt nochmal sowas. Warte, wie viele von den Spetterlings sind das übrigens? Das waren irgendwie 8 Stück oder so. Krass. Okay. Oh Gott, wieder so ein Level. Ah, gar keine Lust. Yay. Yay. Das interessiert niemanden. Juhu. Alles klar. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge zum Endboss kommen. Aber wir werden alles dafür tun, dass wir in der nächsten Folge das Ganze beenden können. Die nächsten paar Folgen sind hundertprozentig das Finale hier. Die Story. Herzchenkittel. Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, Leute. Es sieht lustig aus, aber ich... Ja. Okay. Meinetwegen, wenn du noch mal Haare haben möchtest. Komm in die Schwimmkluft. Kauf ich sie dir halt. Ich möchte mein Geld ausgeben, basically. Aber du wirst es nicht anziehen. Es tut mir leid. Es passt sehr gut zu deinem Fisch, aber ich möchte, dass du die Ente bleibst, Danny. Ich möchte einfach, dass du die Ente bleibst. So, du willst Spitzenkostüm. Boah, das Kostüm ist aber echt spitze. Krass. Hat was sogar. Hat was. Nein, danke. Schon ganz nice, aber... Nein, danke. Du möchtest ein neues Schwert? Ein Paladins-Schwert. Genauso wie das Paladins-Video, was ihr euch anschauen solltet. Ja. Ja, 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 ja. Sieht sehr cool aus, das Schwert. Wir benutzen die Werte auf jeden Fall. Wir haben fast 100 bei den Werten.
bei dem. Das ist ganz, ganz, ganz gut, ja. So, Girlfriend sollte mal zu Verdemon, weil es möchte reden. Verdemon. Yay, juhu, Level 12, gute Freunde, freuen mich. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich euch noch irgendwie Bekanntschaften miteinander machen kann. Danny muss noch Girlfriend zum Beispiel kennen, so. Jesus könnte zum Beispiel, ja, Girlfriend eigentlich auch noch kennenlernen. Freddy, wie wär's mit Freddy? Ja? Kennt ihr beiden euch schon? Ja, nur Girlfriend kennt ihr nicht. Ah, warte, machen wir das vielleicht erstmal so. So. Ja. Lass mal sehen, wen kennst du denn noch nicht? Du kennst auch alle? Echt? Okay. Lassen wir es so. Komm, weiter geht's. Haben wir noch Zeit in der Folge? Ich bin mir unsicher. Ich glaube, dass ich das Offscreen das Level durchspiele hier offscreen, das glaube ich, dafür habe ich noch genug Zeit. Oh. Da kommt noch nicht zur Kiste. Wir müssen noch ein Level davor machen. Oh. Ich glaube, das ist der lange Korridor zum Finale. Schauen wir uns jetzt mal dieses Level nochmal an. Ich muss es zweimal neu spielen. Wahrscheinlich. Ne? Hab Bock. Oh no! Freddy ist nicht Freddy. Jesus ist am Brennen. Wie komme ich auf Freddy? Jesus ist am Brennen. Er brennt! Seht ihr das? Oh nein! Sieht so lustig aus. Ah, ich brenne! Bam, 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 ich bin Level 16 und erlerne dadurch Mega Blitz. Verbrutzele deinen Gegner und seine Nachbarn mit kräftigen Blitzen. Endlich! Hat ja überhaupt nicht lang gedauert. Weitere Spielscheine, weil ich sie auch gar nicht ausgegeben habe. Oder oh. Oh, bitte streitet euch nicht. Nein, wir streiten uns nicht. Oh, wir will gucken. Oh, ja. Mega Blitz! Ja, macht halt viel Damage. Ich habe die falsche Attacke ausgewählt. Oh, aber er will auch noch was zeigen. Mega Heilung! Mega Heilung! Hurra, mehr HP! Wollt noch irgendwas zeigen? Nein. Doch, wollen sie. Wirbelhieb! Oh, oha, wie OP? Warum kannst du das erst jetzt? Setz das bitte immer ein, ab jetzt. Okay, danke. Ich brauche gar nicht mehr Karten. Wir sind durch. Ich muss das Level doch nur ein weiteres Mal machen. Man könnte dann wieder den anderen Weg noch gehen. Gut. Blim, 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 blim. Super, passt. Ihr wollt noch miteinander reden. Okay, machen wir noch schnell. Und dann ziehen wir weiter. Wir haben noch 4 Level auf uns vor. Und dann halt der lange Korridor, der höchstwahrscheinlich zum Boss führt. Außer es geht dann noch eine Etage weiter. Ich habe keine Ahnung, vielleicht geht er raus. Hintergarten ist der Boss. Vielleicht flieht er auch, so wie in Mario-Spielen. Ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung. Das sind nur meine Vermutungen. Ja, was soll ich zu dem Outfit sagen? Zu viele Muckis für sie. Sie und Muckis, das passt nicht. Das passt irgendwie nicht. Es ist aber so ein Kugelfilli. Weißblech-Projektil. Geil. Bam, 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 bam. Aber ich krieg's nicht. Dann halt nicht. Was mit dir? Explosionskittel. Aha. So ein Splatoon-Kittel irgendwie, mehr oder weniger. Schon so mehr oder weniger Splatoon-Kittel? Ja, Werte nutzen. Geil. Na gut. Dann würde ich aber auf jeden Fall sagen, werden wir in der nächsten Folge die 4 Level links und rechts machen. Die Kisten holen. Und vielleicht sogar schon zum Boss, falls er hier oben sein sollte. Wir werden es nächste Folge herausfinden. Höchstwahrscheinlich.